Wann singt wieder in Ruhland? Am kommenden Sonnabend, den 29.09., wird in dieser Kirche hier in Ruhland ein besonderes Konzert stattfinden. Und zwar werden der Männergesangverein aus Ruhland und die Ural-Kosaken, der Ural-Kosakenchor, gemeinsam ein Konzert veranstalten. Der Ural-Kosakenchor ist derzeit auf Europatournee und zwar unter dem Motto Erinnerung an Ivan Rebrov. Unser Chor hat den Ural-Kosakenchor eingeladen, um das Konzert mit einem gemeinsamen Programm durchzuführen. Wir hatten vor 14 Jahren schon mal das Vergnügen, mit den Ural-Kosaken im Amphitheater Senftenberg zu singen. Dieses Konzert ist sehr gut angekommen und wir hoffen, dass wir das wiederholen können. Das Programm der Ural-Kosaken wird dabei hauptsächlich von orthodoxen Gesängen bestimmt. Aber auch Melodien und Volksweisen aus Ost und West werden zu hören sein und natürlich auch klassische Werke. Und dem Charakter des Vortrages der Ural-Kosaken wird auch unser Programm so gestaltet sein, dass wir ebenfalls Volkslieder, Lieder mit sakralem Charakter vortragen. Natürlich werden auch beide Chöre gemeinsam singen. Die gemeinsam gesungenen Lieder sind alte russische Volksweisen, die sehr gern heutzutage von deutschen Männerchören gesungen werden. Und so werden auch wir diese Lieder singen. André Schuloch, das war der Gründer der Ural-Kosaken, hat gesagt, Kunst und die Musik besonders ist die ausdrucksvollste Sprache, die jedes Volk versteht. Es ist die dauerhafteste Brücke, die die Nationen verbindet. In diesem Sinne wollen auch wir Brücken bauen mit unserem gemeinsamen Konzert. Brücken zwischen den Völkern, Brücken zwischen den Menschen. Freuen Sie sich also auf ein besonderes Konzert der Männerchöre.